Wisst ihr, wie das funktioniert? Ja. Klappe die erste. Hallo Jungs. Hallo Tim, hallo Julia. Herzlich willkommen zum Zimmerduell. Seid ihr gut vorbereitet? Wisst ihr, wie das Spiel funktioniert? Ja. Die höchste Punktzahl gewinnt. Erste Frage. Wer von euch beiden ist Erster am Buffet? Kommt keine Zeit hier? Das stimmt. Ihr seid beide richtig. Ja. Beide sagen Tim. Nächste Frage. Wer von euch beiden steht früher auf? Naja. Das stimmt auch. Ich am Arsch. Ich wirklich so lange. Ihr schlaft wirklich wir sind zusammen. Vorbereitet. Ja, habt ihr geübt vorher, oder was? Klar, natürlich. Wer von euch beiden ist der größere Tollpatsch? Bin ich gespannt. Ich habe meinen Favoriten. Alter Schwede. Ich schlafe, glaube ich, auch unter einer Bettdecke, oder? Stimmt wieder. Wer von euch beiden ist aufgeregter vor dem Spiel? Ja, leck mich am Arsch, Alter! Ja, heute auch. Es war auch richtig. Beide wenig. Also ihr beide seid... Ja, weniger aufgeregt. Also seid ihr dann cool oder was? Cool Kids oder wie? Ja. Also Nachbarn, weißt du? Ach so, okay. Wir verstehen uns. Ja, Nachbarn. Wer von euch beiden würde einen Boxkampf gewinnen? Ey! Hör auf jetzt! Ist gezinkt! Er hat ja nur eine Hand. Ich habe eh nur eine Hand zur Zeit, deswegen kann das nur Tim gewinnen. Ja, das stimmt. Es geht ja nicht mehr um die Kraft, ne, sondern um ich die Technik. Ich bin flinker, Tim ist stärker. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also, aber bild dir nichts drauf ein. So von den Armmuskeln nehmt euch beide nicht viel, ne? Das ist beides nix. Wer von euch beiden hat den größeren Kulturbeutel? Das ist ja unfassbar. Ihr habt einfach jede Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fragen und ihr beide alle schon richtig beantwortet. Ihr kennt euch echt gut. Wer von euch beiden isst mehr Süßigkeiten? Da habe ich auch meinen Favoriten. Ja, das ist richtig. Wer von euch beiden schiebt mehr Schichten im Kraftraum? Das stimmt auch wieder. Das ist ja auch alles noch relativ einfach. Okay. Ja, ich habe mir auch die Fragen hier nicht ausgedacht. Es gab jemand anderes. Bei mir wären es andere Fragen gewesen. Wer zahlt häufiger Strafen in die Mannschaftskasse? Oh, das erste Frage ist... Oh Gott. Julian sagt beide. Ich hätte beide. Tim sagt Tim. Ja, okay. Wir können mal, wie viel ist es denn? Wie viel Geld? Du zahlst auch fast. Naja, ich muss halt immer was zahlen, wenn wir das vergessen, ne, weil ich mit der Jüngste bin. Ja, stimmt. Na gut. Deswegen. Ja. Und du vergisst eh nie was. Ja, das ist gut, ne? Also, ihr gewinnt auf jeden Fall den Humorpreis, ja. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Stark, wieder Tim. Wer von euch beiden ist pünktlicher? Julian sagt beide, Tim sagt Tim. Also das ist falsch. Ja, da kann man jetzt drüber streiten. Naja. Erklär mal, warum jetzt? Ist zwar auch pünktlich, aber der kommt immer so 2 Minuten vorher. Also ich würde sagen, dass wir beide immer... Ist zwar auch pünktlich, aber... Ich komme jetzt nicht 2 Minuten vorher. Bin halt immer schon ein bisschen früher da. Er ist halt vielleicht früher da, aber wir sind trotzdem beide pünktlich. Deswegen geht es jetzt unentschieden. Naja, okay. Ja, würde ich auch so sehen, aber gut. Wer von euch beiden schaut mehr Serien bei Netflix? Stark. Beide sagen du? Tim. Ja. Wer von euch beiden ist morgens schlechter gelaunt? Das ging aber sowas von schnell. Beide sagen Julian. Wer von euch beiden hängt häufiger am Handy? Ja, das ist... Julian sagt Julian, Tim sagt beide. Ja. Vorletzte Frage. Wer von euch beiden hat den besseren Style? Da seid ihr euch völlig uneinig.
Letzte Frage. Ich seh mal dasselbe an. Ach. Seid ihr bereit für die letzte? Ihr seid ja wirklich gut drauf. Naja, komm. Wer von euch beiden hat den größeren? Da seid ihr euch auch uneinig. Das gibt's nicht. Jetzt machen wir was ganz. Jetzt machen wir was. Wer von euch beiden will den jetzt zeigen? Sehr gut, Männer, habt ihr klasse gemacht. Bin stolz auf euch.